So, herzlich willkommen hier bei Pokémon Go. Ich habe einen komplett neuen Account erstellt, um alle, die neu anfangen, an das Spiel heranzuführen, da ich das Ganze auch für sehr gute Freunde vielleicht in Übersee oder so produziere, werde ich immer wieder auch auf Englisch ein paar Sätze dazu sagen. So, welcome everybody here on my Twitch Stream. On my video, how to get started with Pokemon Go. I'd like to introduce everybody into the game. So let's have fun together. I'll switch between the languages German and English from time to time to explain something. So, zurück in Deutsch. Hier die übliche Begrüßung, die man sehr schön überspringen kann. Wählt nun beim Charakter seinen Look aus. So the greetings from Dr. Willow in the beginning, and now you have to choose your look. Man kann hier die Farbe der Haare ändern, wie man es gerade will. Kann man übrigens in-game nachher auch nochmal machen. So you can choose your color of the hair. And everything else, I'll choose this color right now. You can also change the color into the game later on. Same for clothes and everything else we'll do now. So, wir nehmen einfach mal diese Augenfarbe, die Hautfarbe. Auch hier gibt es verschiedene Hauttöne. Lassen den einfach mal gespeichert. Und gehen dann mit dem Fall weiter. Hier sieht man sehr viele Oberteile und so weiter, die man alle auswählen kann. Und ja, Hosen, die kurze Hosen sind oder lange Hosen. Oberteile, ganze Anzüge. Ganz nach dem, was man denn gerne gerade hätte. Überspringt es. Bestätigen jetzt einfach mal mit, jawohl, wir sind fertig. Dann kommt Professor Willow wieder und wir dürfen klassisch auswählen, welches der drei Start-Pokémon wir denn wohl haben möchten. Sehen hier auch schon die Umgebung. Und da ich ein großer Glumanda-Fan bin, würde ich mit Glumanda beginnen. Well, as everybody knows, there are three Pokémons to start. I choose this one here. And there are two types. If you can catch a Pokemon, you can straight, as it's shown, throw the ball or do a curveball. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das Pokémon zu fangen. Einfach einen geraden Wurf, wie hier angezeigt wird, oder indem man ihn dreht, einen Curveball-Wurf. Da es nicht mein erster Account ist, funktioniert das mit dem Curveball relativ gut. Und das erste Pokémon wurde dann auch schon gefangen. So, hier geben wir unseren Namen ein.
Oh, ich gerade sehe, es sind keine Sonderzeichen erlaubt. Dann nehmen wir es ohne. Hier der Hinweis auf Pokestops oder Arenen und natürlich die Aufforderung, nach draußen zu gehen. So, now we are in the game. Reaching level 2. And you'll see reaching another level will be really easy. Catching some Pokemon all around here. There's a gym. And there are a few wild Pokemons around you. So, wie ihr seht, gibt es verschiedene Pokémon. Da wir gerade in der Weihnachtszeit sind, auch spezielle Pokémon mit Edition. Zum Beispiel diesen netten Herrn hier. Mit Weihnachtsglöckchen. Und das Wichtige an der Sache ist, immer in den inneren Kreis treffen, um das Pokémon möglichst zu fangen und das auch mit dem ersten Wurf. So, the most important thing is throwing the ball into the inner circle to get it right now and make an easy catch. After that, it will be done with your Pokédex. And the first item you get is the camera. Nachdem es gefangen wurde, geht das Ganze in den Pokédex, wird dort registriert. Pokédex, die Sammlung, klassisch aus dem Anime heraus. Und die Kamera wird freigeschaltet, sodass man auch hier mit dem AR-Modus Pokémon fangen könnte. Das machen wir jetzt aber an der Stelle nicht. Aber auch hier seht ihr schon wieder Level 3. Ganz wichtig neben dem Pokémon fangen und dem Eintrag ist, immer wieder hier reinzuschauen. Und da haben wir ein spezielles Event. So, just have a look at this point. We have a special event with Team Rocket. And you get quests. Man bekommt also immer wieder Quests, die man erfüllen muss und bekommt dann hierfür auch Belohnungen. Verschicke 10 Pokémon, fange 10 Pokémon vom Typ Pflanze, entwickle 3 Pokémon vom Typ Pflanze und man bekommt Bälle oder Begegnungen mit wilden Pokémons, die es normalerweise nicht so gibt. Und dann bekommt man auch noch Erfahrungspunkte und Sternstaub. Bälle wichtig, um Pokémon zu fangen. Sternstaub, um sie nachher weiterentwickeln zu können, also stärker zu machen. Und logischerweise Pokémon selber, um sie fangen zu können. Hier können wir nochmal ins Profil selber hineingehen. Man hat hier ein Tagebuch, wo man sehen kann, was man gefangen hat bis dato. Man kann auch einen Kumpel auswählen, und mit dem Kumpel kann man auch Beeren geben, dann läuft er mit einem zusammen spazieren. Man kann mit ihm spielen, indem man quasi seinen Bauch reibt und er sich dann freut. Je mehr Herzen, desto besser. Die Herzen sagen aus, wie gut denn dein Kumpel ist. Und es gibt verschiedene Bonus-Szenarien, die man hier abrufen kann. So, this is your body. There are lots of things I'll show later on to get the hearts full. And the more hearts you get, the body is getting better and better, and you'll get some bonus notifications.
was ich noch vergessen hatte, hier gelaufen, Distanz 0,2 Kilometer, zwei Pokémon gefangen, besucht die Pokéstops, gesamte EP und das Startdatum. Und dann kommen hier verschiedene Auszeichnungen, Medaillen und so weiter. Man kann sich noch Freunde, indem man Freundescodes hat, hinzufügen. Seinen Online-Offline-Status hier zeigen oder verbergen. Und den Trainercode teilen oder dann auch kopieren und an andere weitergeben. Das Spiel fordert mich nun auf, einen Pokéstop zu besuchen. Glumanda hat mir schon Geschenke gegeben. Die Geschenke sind wichtig für Freunde. So, Glumanda, sometimes is finding some gifts. You can send gifts to your friends, which you can add by invitation of their trainer code. Wichtig noch hier sieht man die Pokémon, die in der unmittelbaren Nähe bei den Pokéstops sind. Immer wenn diese grau sind, also noch nicht hinterlegt, man kann es zwar anhand der Silhouette erkennen, welches Pokémon dort ist, aber dann hat man es noch nicht im Pokédex, also ein untrügerisches Zeichen, dass man zu diesem Pokéstop laufen sollte und dort das jeweilige Pokémon findet und fangen kann. Weiß man nicht, wo der Pokéstop ist, klickt man einfach drauf auf diese Spuren und bekommt den Pokéstop dann angezeigt. Also einen Katzensprung weg, wo man hinlaufen könnte. Wenn man später ein höheres Level ist, sind auch Raids sehr beliebt, wo man dann legendäre Pokémon in Arenen sehen kann und fangen kann, muss man per Kampf besiegen. Sieht man hier ganz schön. Das ist eine Arena. Und dort sieht man dieses gelbe Ei, welches signalisiert, dass dort demnächst ein Raid stattfinden wird. So, now switching again into English. You can see here some Pokémons. If they are gray, you haven't found them already in your Pokédex. And just put on the Pokéstop and onto the footprints. It will show you where to go on the map. When you reach a higher level, I think it's level 10, maybe, I'm not sure already. You can also participate in raids and get more and more powerful Pokémon. So the first thing you have to do is collect a lot of Pokémon to reach higher levels. Do the quests you can see here and get more experience to reach a higher level. Das Ziel des Spiels ist es im Prinzip, so viele Pokémon wie möglich zu fangen und dementsprechend Erfahrungspunkte zu bekommen, um hier schnell nach oben zu leveln. Wir werden sehen, wie schnell das geht, anhand dessen, dass wir immer wieder in den Stream reinschauen und auch den Fortschritt vom Level sehen werden. Lasst uns noch ein paar Pokémon fangen, die wir noch nicht haben, die es gerade gibt. Wie ihr seht, haben wir Winter, es schneit bei uns. So, let's get another Pokémon. As you can see, we have winter, it's snowing outside. So I stay inside at the moment. But the weather always behind the Pokémon is the weather around you. So if there's sun, it's a clear, sunny background. And now you can see the snowflakes falling down. So let's see. Oh, it jumped. Auch das kann passieren. So, this can also happen. If the throw wasn't good enough, it jumped out of the Pokeball and the Pokeball is lost. You see here down how many Pokeballs you have left and what type of Pokeballs. Later on, you can
Collect. So, hier sieht man quasi die Pokebälle, die man noch übrig hat und wie man sie auch im Zweifel sammeln kann. Großartiger Wurf, immer besser als ein ganz normaler Wurf. Und das Pokémon gefangen. Je neues Pokémon, 1000 Erfahrungspunkte. Every new Pokémon you get to your Pokédex will give you 1000 Experience Points. And if you have a Curveball Throw, that's the one with the spin, you'll get 40 extra. A Great Throw will be 200. And if you catch the Pokémon, it will be 200 also. And that's 1440 Watts Experience Points from this Pokémon. Die verschiedenen Typen des der Würfe geben Sonderbonuspunkte. Der großartige Wurf sind 200, das Pokémon gefangen 200 und der Curveball 40. Ich werde gleich noch versuchen, einen einfach fabelhaften Wurf zu machen. Der wird momentan mit 2000 Erfahrungspunkte belohnt. Der war es leider nicht. Wir machen mal kurz die Musik aus, damit man mich eventuell besser versteht. Das hatte ich ganz vergessen. Die Effekte können wir noch anlassen. Dann haben wir hier das nächste Pokémon. Nein. Offenbar habe ich momentan einen Fehler. Nein, es geht weiter. Da ist der einfach fabelhafte Wurf. So, there is the perfect throw. And if the Pokémon stays in, jawohl, das Pokémon bleibt drin, bekommen wir 2000 Erfahrungspunkte. So we'll get 2000 Experience Points for that throw. Hi Twitch Keks. Ja, ich mache Raids. Allerdings mit meinem anderen Account. Danke fürs Reinschauen. Hier fange ich gerade mal an, das Thema nochmal neu zu beleuchten. Für diejenigen, die starten, um mal reinzukommen. Ich habe aber noch einen größeren Account auf Level 36 mit zahlreichen legendären Pokémon, den ich gerne auch beim nächsten Mal zeigen kann. So, translate to English. The question was, if I do raids too. Yes, of course I do raids. I have another account with a higher level where I also have legendary Pokémon already and doing a lot of raids on that account. But this one and this video, I wanna show everybody how to start the game. Gerne, wenn weitere Fragen kommen, sollten raus damit. Gerne ein Like da lassen oder folgen. Ich, wie gesagt, werde immer wieder reinschauen, werde dann auch dementsprechend Raids mal hier schauen, dass ich es mit einem anderen Account mache. So, aber an einem gewissen Level kommt dann auch Dr. Willow wieder, der uns sagt, wir sollen weitere Forschungsaufgaben machen. Gerne kann man sich das durchlesen, wichtig ist aber die Übersicht, die dann folgt. So, when we reach a new level. What we did already. There's the Dr. Willow coming up again and giving us some quests to do. So we have to go to Pokestops in the arena, catch Pokemon and send Pokemon to him.
to earn some experience points, get an egg machine, and so on. So, immer wenn dran steht, wir haben ein Fragezeichen bei den WP. WP bedeutet so viel wie die Wettkampfpunkte sozusagen des Ding des Pokémons, die Stärke. In English, so WP in America will be your English language will be CP. It's the strength of the Pokémon. And if we have the question marks, it will be stronger. Oh, that was not good. It will be stronger than everything we caught already. Wenn dort Fragezeichen drin sind, ist es stärker als die bisher Gefangenen, hoffentlich. Das werden wir auch gleich sehen. Wir sehen hier unten der erste Catch. Wir bekommen Wetterbonus bei dem Sternstaub oben und drei Bonbons. Zusätzlich wird Stolunio jetzt in den Pokédex eingetragen. 305, das ist tatsächlich aktuell unser stärkstes. Lasst uns noch ein paar Pokémon fangen. So let's do another few Pokemons for the Pokédex, which are already around here, to collect them and try making great throws for the experience points. Was wir jetzt machen, einfach noch ein paar Pokémon fangen, um bei den Quests weiterzukommen, die in dem Pokédex zu bekommen. Und mehr Erfahrungspunkte noch zu bekommen. Wie man gerade gehört hat, haben wir auch ein Pikachu gefunden. Ihr seht von, dass man jetzt schon ganz alleine die Wurfbewegungen muss man anpassen auf die Distanz der Pokémon. Das Pokémon hier relativ nah dran. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich einfach von hier unten aus Pikachus am besten treffe. Das ist aber jeder für sich entscheidend. So, as you can see, I put the ball into the left lower corner to throw it from there. That's the easiest way for me to get Pikachus. Hier sieht man nun die Belohnungen für alle, die es zu schnell ging, fürs Level Up. Kann man hier auch, wie vorher schon gesagt, im Tagebuch schauen. Dort sind die ganzen Catches mit dabei drin. Ich dachte gerade, dass dort auch die Belohnungen kommen, aber nein. Dann schauen wir bei Items rein. Bei den Items sehen wir haben Trank Beleber. Ganz wichtig auch, der Trank heilt die Pokémon. Beleber belebt sie wieder, falls tatsächlich auf 0 heruntergegangen ist. So, there are two items on the top. With this one you can heal Pokémon. If they are at zero health, you can use this one and it gets half full of this health and fill it up with the first one. Rauch lockt Pokémon zu dir. So, this one will bring you more Pokémon around you when you walk. You see here Pokéballs and some fruits. Mit dem Pokéball fangen wir die Pokémon logischerweise und Nanabeere. Bei besonders zappligen Pokémon bleiben diese ruhig stehen. So, the berry is for some really active Pokémon. You can give it to them and they eat it and they stand still. So, it's easier to catch them.
And the last two you use to get the eggs ready and get Pokémon out of the eggs. Mit der Eibrutmaschine bekommt man, ab und zu bekommt man Eier, die bekommt man, wenn man beispielsweise in Arenen dreht oder an Pokémon-Stops dreht, dann bekommt man Eier, man bekommt sie aber auch aus Quests. So, ihr seht jetzt hier, das Schneebedeck ist sehr nahe drauf. Der Kreis ist sehr groß und gelb. Gelb bedeutet automatisch, es ist nicht ganz so leicht zu fangen. Man muss also schon einen besseren Wurf fangen. So you saw, the Pokémon was really close to the screen. So don't throw with too much power. And the circle, the inner circle was yellow. So that means it's not that easy to catch with that ball. Sometimes it gets out of the ball again. So let's check. We got 10 Pokémon. Also 10 Pokémon schon gefangen. 5 müssen wir noch verschicken. Und um die Belohnungen zu machen, schauen wir mal kurz, dass wir das noch machen. Ganz kurz zum Demonstrieren. Das Pokémon wird ab jetzt nicht mehr sich bewegen. So now just a demonstration of the berry. The Pokémon won't move anymore. You can see it doesn't jump, it doesn't throw the balls away when you throw them to there. So, ich gebe jetzt mit Absicht ein bisschen Gas, um mal noch zu zeigen, im heutigen Stream, wie man eine Belohnung bekommt. So, just go on for the reward of the quest and do it much more faster. Just to show you how to collect the reward from quests. So, zwei Pokémon noch. Neun Stück haben wir, so we got 9. One more left. Eins müssen wir noch fangen. 300. Zack. Ah, der war zu stark. Das passiert immer mal wieder. Dann fliegt der Ball an den äußeren Rand und das Pokémon springt raus. So, this ball was thrown too fast and too strong. So, und das Pokémon jumped out. So. Oh, ein Gelatini noch. Ganz besonderes Pokémon. Taucht jetzt gerade im Winter auf. Schwer zu fangen. Ihr seht den roten Kreis. In der Community ärgern sich viele darüber, dass man bestimmt 10, 15 Pokébälle dafür benutzt. Mal schauen, wie es bei uns heute aussieht. Da wir noch keine stärkeren oder besseren Pokébälle haben, müssen wir es mit den normalen versuchen. So into the community, there's a lot of frustration, because they need many, many Pokéballs to catch that Pokémon. Let's see how much we need. Oh, we are lucky. It's the second ball. Wir sagen Glück gehabt, nicht mal ein richtig guter Wurf gelandet, aber gleich mit dem zweiten Ball tatsächlich gefangen.
Da kommt noch der Level 7 Aufstieg, auch wieder Belohnungen. Man kommt eigentlich erfahrungsgemäß relativ weit, auch wenn man das Spiel neu beginnt, ohne jetzt viel laufen zu müssen, indem man einfach neue Pokémon sammelt, so wie jetzt hier ein Zengo. Oder also Pokémon, die noch nicht im Pokédex enthalten sind, weil man immer wieder Belohnungen kriegt. So it's easy to make fast leveling without move anymore, even if the weather is outside not that good. Just collect Pokémon around you, which are not in your Pokédex. You will be rewarded a lot of. So there's a chance to get a level up very easy. Ah. Vor allem, wenn man natürlich einfach fabelhafte Würfe macht. Und wieder 2000 Belohnung bekommt, neues Pokémon, so 3240 Erfahrungspunkte. Da geht das Ganze dann schnell. Ein weiteres Event, Pokémon, erkennbar an der Schleife. Petsnief hat normalerweise keine Schleife im Haar oder im Kopf. Und auch das passiert leider Gottes. Das Pokémon springt raus und ja, verschwindet einfach mal. Ärgerlich, aber so ist das ab und zu mal. Die Medaille, die man gerade gesehen hat, ist eine der angesprochenen. Ich zeige gleich nochmal, wo man die sieht. Die werden für Quests nachher auch wichtig, das kann ich schon mal spoilern. Gerade die Hönn-Medaille benötigt man nachher für eine Quest, um weiterzukommen. Also von daher viele, viele Pokémon fangen, sammeln. Ein weiteres Event, Botogel, auch schwierig zu fangen. Versuchen wir unser Bestes. So, there's another event, Pokémon, right here around Christmas, which just spawned, and it's the first time in Pokémon Go that it ever spawned. Dieses Pokémon tatsächlich das erste Mal offiziell jetzt wildes Pokémon laut Niantic im Spiel. Kurz schauen, nein, wir haben immer noch keine. Auch hier nochmal ein kurzer Spoiler, wenn man nachher Himbeeren bekommt, die helfen, das Pokémon einfacher zu fangen. Auch hier sieht man schön der Kreis, orange, dunkelorange bis rot, was es andeutet, dass das Pokémon schwieriger zu fangen ist und man erlebt es live. Jetzt haben wir es trotzdem gefangen und geschafft. Sehr schön. Have seen that the inner circle was light red, dark orange, which means the Pokémon is more difficult to catch. But we got it. Eines der beliebtesten Pokémon Evoli und dann versprochen komme ich zurück auf die Quest. So, this is one of the favorite and most popular Pokémon, it's Eevee. You can evolve to a lot of different ones. And now I'll get back to the quest. So. Wir haben neue Quests erhalten und sehen hier anhand dieses orangenen Kastens, dass die Quest erledigt ist und wir diese abholen können. So,
Now we got more quests to do because of reaching up another level. But first, I want to show you the orange one here to collect the reward of the quest, which is 500 experience points. If you have all three done, you'll get the 10 Pokeballs, which are the next generation of Pokeballs and makes it easier to catch difficult Pokémons. So, mit dem unteren blauen Ball übrigens kann man deutlich einfacher die Pokémon fangen. Mit dem schwarz-gelb gestreiften noch einfacher. And with the one you see down there, for which we can earn 20 of them, this is the most powerful Pokeball in game, which makes it really easy to catch the Pokémon. Ah. Das passiert, wenn ihr das Pokémon markiert habt und nicht rechtzeitig am Pokéstopp angelangt seid und von Zeit zu Zeit wechseln die Pokémon an den Pokéstopps. Dann bekommt ihr diese Nachricht. Aber Tipp von mir: Lauft trotzdem weiterhin, wenn ihr schon auf dem Weg seid. Das Pokémon bleibt noch ein, zwei, drei Minuten länger dort. So this is what happens when the Pokemon you have marked is leaving the Pokestop. But just advice of me, if you're on the way to the Pokestop, just move on and go there. The Pokemon normally stays about 2 or 3 minutes longer at the Pokestop, so it's still able, so you will be still able to catch it. Wieder ein Levelaufstieg durch die XP. Man sieht hier auch schön unterm Charakter 2845 von 8000, um auf das nächste Level zu bekommen. So, do you see about the character? There's a timeline of experience. You can see I have 2845 already got and need up to 8000 to reach level 9. So, das waren die ersten Basics, was das Spiel angeht. Was ich noch zeigen möchte, ist im Hintergrund sieht man jetzt einen Raid laufen. 24 Minuten. Man sollte dann vor Ort sein oder man kann auch per Fernraid-Pass an einem Pokémon-Kampf teilnehmen, wenn man nicht direkt dort ist. So what you can see behind there at the chip, 23 and 4 minutes and 40 seconds left is the raid. You should move there and you can fight against the Pokemon, or you can stay where you are and get there by remote raid pass, just to raid over long distances. Was gibt es noch alles zu entdecken am Anfang bei Pokémon Go? Das Menü. So, let's have a look on the menu, what we can also show you. You have settings here, different settings. You can activate or deactivate. Just do whatever you want. In den Einstellungen kann man einfach alles Mögliche anschauen. Ganz wichtig, Neuigkeiten. Hier bei Neuigkeiten sieht man immer, welche aktuellen Themen dort angekündigt werden, welche Events. Also dort immer wieder reinschauen. Auf Pokémon sieht man, welche Pokémon man gefangen hat. Auch hier gibt es verschiedene Selektionskriterien. So you had Pokémon, you can see all the Pokémon you've catched and you can make different ways to show them. Just when you catch them, you can set favorites, you can do it by alphabet or you can do the WP or CP selection. Just let me show that.
So you can see there's the most powerful with the WP on the top and the lowest down there. Was man sehen kann, man hat verschiedene Auswahlkriterien. Favoriten kann man sich setzen, man kann es alphabetisch sortieren, man kann es nach Funddatum sortieren und nach Wettkampfpunkten sortieren. Wenn man das macht, sieht man, dass das Pokémon mit der höchsten Wettkampfpunkteanzahl oben ist und das kleinste ganz unten ist. Kleiner Hinweis, das wird immer vermutlich immer das Pokémon sein, mit dem ihr begonnen habt. Hier oben gibt es noch Eier. Dort für die Brutmaschinen. So, there are your eggs. You can collect them. And there you have the machines for the eggs. What else is there? Pokédex. So, hier sieht man den Pokédex und die Eintragungen, welche Pokémon man schon gefunden hat. Ganz wichtig, auch hier als Schatten, schon Pokémon, die man gesehen hat. Dieses Pokémon ist, wie ihr alle richtig gesehen habt, das Pokémon aus dem Raid. So, there are the Pokémons you caught. And there are also some Pokémon you can't see, like this one. But this is the one out of the raid. So the Pokédex also registered. You can go there and you can see which is the Pokémon. And this is the one from the raid right around here. So whenever you see it or something in the gym, like this one was lying in the gym around us. Oder hier der Lethal King, der eben in der Poké Arena neben uns faul auf der Haut gelegen ist. Genau. Also alles, was man schon irgendwo mal gesehen hat, wird hier registriert. Zu guter Letzt die Items noch mal kurz. Die haben wir ja schon besprochen. Und das war es soweit im Prinzip schon mal fürs Erste. Wir haben hier noch ein neues Pokémon, das wir noch nicht gefangen haben. Das nutzen wir noch aus, fangen es kurz als kleiner Abschluss für diese kleine Einführung in Pokémon Go. Auch hier wieder Pokédex-Registrierung. Und anhand dieses Pokémons lässt es sich sehr schön auch mal erklären, was denn dort alles angezeigt wird. Wir sehen oben die Wettkampfpunkte, 231 und den Bogen überhalb des Pokémons. Mit dem Stern können wir als Favorit markieren. Favoriten können nicht verschickt werden. So you can see that the CP and WP 231 over the Pokémon with the star, you can set a favorite. You can see which type is it. Man kann sehen, welcher Typ das Pokémon ist. Hier Eis. Man kann generell immer sehen, egal auf welches Pokémon man geht, wie viel Sternstaub man hat. So, there's also always shown how much Stardust you have and how many candy of each Pokémon. And if you power up one Pokémon, which we can do right now. You'll need Stardust and you'll need a Candy. Wenn man jetzt also das Pokémon ein bisschen als Power-Up machen möchte, kann man hier drauf gehen. Benötigt 1000 Sternstaub und ein Candy. Und wir sehen oben am Bogen, dass sich der Punkt weiter nach rechts bewegt und es gleich mehr Wettkampfpunkte erhalten wird. So, jetzt sind wir bei 242. So, we are at the power of 242 right now, after the power up. You also can evolve them, some Pokémons. Man kann auch die Pokémon weiterentwickeln. Hier tatsächlich sehr spannend, weil wir ein weibliches Schnäppke gefangen haben, das sich jetzt, je nachdem, wie wir möchten, weiterentwickeln kann.
Einmal die weibliche Form. Dazu benötigen wir noch einen Sinnhochstein und 100 von den Schnepke-Bonbons. Oder einfach in die männliche Form. Das ist diese Silhouette der Kugel für nur 100 Bonbons. So you have here Schnepke, which is female, and you have two decisions to choose. One stay in female, then you need a Sinnoh stone and 100 candies, or you can choose the normal evolution for 100 candies and get another Pokémon. So there's always two Pokémon of a female Schnepke you can get for your Pokédex by evolving it. Ganz wichtig hier noch die Attacken, einmal Pulverschnee mit Wetterbonus, also draußen schneit es momentan. Von daher bekommt er noch einen Push mit zu. Und eine Ladeattacke. Das heißt, man kann hier durch im Pokémon-Kampf den Spukball sozusagen aufladen und dann eine deutlich powervollere Aktion landen als die Einzelattacke. So you have the attacks here. The first one, which is bonus, which is done with a bonus by the weather, is the normal attack. And you have a charge attack, which is more powerful. So you'll use both in fights, in gyms or in raids. Was gibt es noch zu sehen? Wo wurde das Ganze gefangen? Ganz wichtig hier noch, man kann noch schauen, oder man kann hier noch Tags setzen, also gewisse Themen markieren, man kann Favoriten machen und man kann dieses Pokémon wegschicken. Auch hier wieder eine Medaille verdient. Medaillen sind so ein netter kleiner Giveaway, um Sachen zu sammeln, wie Pokémon ja generell auch. So, we got another medal and you can see it down at the character. There's the collection of medals we have. So we have the first one and the second one got. And there are a lot of more to collect for sure. So, dann fangen wir noch ein weiteres Pokémon. Ich werde versuchen, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall schon mal genügend Bonbons zusammen zu haben, um auch mal eine Entwicklung zeigen zu können. So, I'll try to the next time I'll show you some new things, getting enough candies to evolve on Pokémon to show you that. So viel zum Start in Pokémon Go. Wir hatten zwei, drei Besucher da, was mich tierisch freut. Der Stream wird ja dann noch weiter gespeichert bleiben. Und ich werde jetzt auch versuchen, regelmäßig Pokémon Go hier zu präsentieren und mit euch gemeinsam hoffentlich dann den Account weiterzuentwickeln, sodass wir hier auf höhere Level kommen und auch bessere Pokémons bekommen, bessere Pokémons auch fangen können, gegebenenfalls dann auch in Raids gehen können. So.
Ich fange jetzt einfach noch alle Pokémon, die hier gerade rumlaufen, um einfach Erfahrungspunkte zu bekommen, weiterzukommen. Das ist jetzt ein Punkt vom Spiel, wo man nach und nach einfach schaut, was taucht auf. Wie ihr seht, tauchen immer wieder Pokémon auf. Muss also einfach nur ein bisschen Geduld haben. Natürlich viel besser, wenn man draußen läuft, weil dann Pokémon auch um einen herum sehr viel sind. Auch andere Orte besuchen, andere Städte, Dörfer, Gegenden, um einfach schneller weiterzukommen und Pokémon zu finden. So, what I'm doing now is just collect all the Pokémon around me to get more experience points. And get on with leveling my character. To advise you, just go out, collect more and more Pokemon, which will be there, and it will really bring you faster up to level. Was man jetzt hier schön gesehen hat, das Pokémon war deutlich weiter weg als die großen davor. Von daher muss man hier natürlich dann auch schon mal ein bisschen mehr Power in den Wurf legen. So what you've seen right now, the Pokémon was a little bit more away. So you had to throw the ball stronger to catch it, to get it. Another level up, ein weiteres Level up. Oh, und ein neues Item, das ich gerade noch gesehen habe, das später sehr, sehr wichtig sein wird, wenn man weiter leveln wird. Denn als kleiner Spoiler, es wird nicht bei 8000 oder 10.000 Erfahrungspunkte bleiben. Wir nähern uns irgendwo in den oberen Bereichen im Millionen Erfahrungspunkte-Bereich. Aber auch das ist möglich. So, I just saw at the level up. We have another item, the Lucky Egg, das Glücksei. So the Lucky Egg helps you later on, so don't use it right now. It's easy to level up, save it, because in later levels you will need much more experience points to go on. Just to spoiler. It will be about 1 or 2 millions, I guess. At level 40, it's about 5 million experience points. Kleiner Spoiler noch: Level 40 sind, soweit ich mich gerade dran erinnern kann, glaube 5 Millionen Erfahrungspunkte. Also hebt diese Glückseier auf. Jetzt am Anfang geht es noch relativ schnell. Also ich sage mal so bis Mitte, in die Mitte 20er geht es noch relativ schnell, was das Leveln angeht. So, it's easy to reach about level 20 or 25 with the resources you have. Don't waste the lucky egg. So, man sieht immer mal wieder natürlich jetzt verschiedene Medaillen. Das geht auch relativ schnell. So, you can see there are a lot of medals. In the beginning, it's very easy and fast. But you'll need for the next level of the medals more and more. So, am Anfang geht es relativ schnell, die Pokémon zu bekommen. Sieht hier, am Anfang waren es 30 Pokémon, als nächstes brauche ich 500, dann sind es schon 2000 und 50.000 Pokémon, die man dann für Platinum-Medaille braucht. Ja, dann schauen wir noch kurz in die Arena rein. So, let's have a look at the gym. And there's Professor or Dr. Whatever Willow again, and we'll see what happened now. So, ab in die Arena und dort sehen wir Dr. Willow wieder, der uns begrüßt und sagt: Hey, super, wir haben schon genügend Erfahrung gemacht. Wir sind vom Level hoch genug, um jetzt auch in Trainerkämpfe in der Arena reinzukommen. So, we reached a level of the character, which is high enough to go into the raids and to the gym fights.
And this is the decision. You have two choice. You can choose team yellow, you can choose team blue or team red. Be careful. Once you have chosen, there's only one way to change your team. And that will cost you 1,000 Poké coins in game, which is a lot. So make sure you have the friends around you and ask them which color they are in to have it easier to fight with them or keep gyms in your color. Achtung! An der Stelle bitte aufpassen, wenn ihr neu anfangt. Kleiner Tipp von mir. Ihr könnt jetzt aus drei Teams auswählen: Gelb, Rot und Blau. Ihr könnt es nicht mehr we wechseln. Also wählt genau aus und bedächtig aus und erkundigt euch bei Freunden, Bekannten, wer auch immer aus eurer Umgebung Pokémon Go spielt. Oftmals ist es einfacher, Poké-Arenen zu halten, wenn man in der gleichen Farbe ist, wenn man dann, wenn die Farbe der Poké-Arena beispielsweise blau ist. Und man ist im Team Blau, kann man einfach was reinstellen, ansonsten müsste man die Arena noch raiden und leer räumen, um selber was reinstellen zu können. Und man kann es nicht mehr tauschen, beziehungsweise nur noch sehr aufwendig und vielleicht sogar kostspielig tauschen, weil in-game kann man eine Medaille für 1000 Poké-Coins kaufen, um dann das Team nochmal zu wechseln, was aber sehr, sehr teuer und rausgeworfenes Geld ist. Von daher erkundigt euch, wie denn eure Freunde, Bekannte, Verwandte, wer auch immer, in welchem Team die sind, um es einfacher zu haben. So, Team Gelb haben wir gesehen, Team Blau. We saw Team Yellow, now it's Team Blue. And we have Team Red. Team Rot und jetzt entscheide ich mich für eines der Teams. Da mein Main Character und auch die aus meiner Umgebung herum alle im Team Blau sind, werde ich Team Blau wählen. So that during my main character is blue and all the other people around me also are in Team Blue, I'll choose Team Blue again. So it's easier. So, nochmal bestätigen. Und man ist im Team Blau. So. Das passiert, sobald man das erste Mal in eine Arena reingeht. So, this is what happens when you first enter a gym after starting the game. You have to choose your color and from that on you're in the game. Ich kann auch noch kurz die Medaille zeigen im Ingame Shop. Nein, wo ist sie denn? Ah, sie ist hier noch gar nicht freigeschaltet, sehe ich gerade. Warum auch immer, sind noch ein paar Sachen nicht freigeschaltet, vermutlich aufgrund meines Levels. Dann werde ich sie bei meinem großen Main-Account mal zeigen. So, I just wanted to show you the medal, with which you can choose change your team. But in case I guess my level is not high enough, it's not into the in-game shop. Yeah, so I'll show you later on with my Main-Account. Aber wichtig, jeden Tag gibt es eine kostenlose Box. But more important, always get into the shop. And there's a daily box you can get free with Pokeballs or something else in it. So, jetzt haben wir vier Pokebälle aus dieser Tagesbox bekommen. Auch sehr, sehr nett. Wenn wir nah genug an der Arena sind, können wir diese auch drehen. So, if you're close to the gym, you can also turn the gym like a poke stop.
It's always there, and you'll get one free raid pass each day. Wenn man also die Arena dreht, bekommt man auch noch einen Pass kostenlos und man bekommt hier noch ein paar Gegenstände, die man einsammeln kann. Muss man nicht, wenn auch einfach rausgehen, dann bleiben sie drin. Ganz wichtig, was wir jetzt noch gesehen haben. Ich habe das erste Ei bekommen. So, really important. Here is I got the first egg from the gym. Einfach auf das Ei gehen, ausbrüten beginnen. Dann tauchen die Maschinen auf. So just push the egg into the machine and then you have to walk. For this egg, it's 5 kilometers. When you reach 5 kilometers, the egg will pop up and you'll get a Pokémon out of it. Wenn man die 5 Kilometer dann erreicht hat, alles gut und man bekommt ein Pokémon, die auch immer wieder wechseln aus dem Ei heraus. So, ein weiteres Pokémon, das wir noch nicht haben. Weitere 1000 Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Also immer schauen, dass man neue Pokémon sofort einsammelt. Ganz wichtig. So, there's a new Pokémon we already haven't in our Pokédex. For the experience points, it's really important to get it. One more. Noch eins. Ab und zu hängt die Animation, die man jetzt gerade tatsächlich gesehen hat, auch ein Stück weit hinterher. So. Das, was ihr hier jetzt gerade übrigens seht, ich laufe tatsächlich nicht außen rum ab und zu, ist das, weil das Spiel ja GPS-basiert ist. Ab und zu passiert es einfach, dass der Charakter dann auch ein paar Meter rechts, links auf der Map hin und her läuft. So, what you've seen right now, I'm not outside. In case of its GPS, the tracker is sometimes not that correct and the game will run around a few meters, which is okay. So, kurz vor Level 10 bedeutet mit dem nächsten Pokémon, und dann nehmen wir uns jetzt das große. Haben wir eigentlich schon neue Beeren? Oh ja, wir haben die neue Beere. Das bedeutet, mit dieser Himbeere hier ist es einfacher, Pokémon zu fangen. So, we got a new berry. With that one, you can, it's easier to keep the Pokémon into the ball. If you want to know which is for what, you can go on that eye and can read the text for each berry. Wenn man quasi nochmal nachlesen möchte, welche Beere für was ist, einfach drauf gehen und dann kann man auch nochmal den Text nachlesen. Ja? Nehmen wir die jetzt mal. Warum? Weil relativ simpel. Wir sehen wieder die drei Fragezeichen. So let's use this, because we see the three question marks and it's the WP will be higher than everything we have already. So it's more difficult to catch. Was ich jetzt ganz vergessen habe, sollte es raushüpfen, kann ich es nochmal zeigen. Nein, leider nicht. Die Farbe des inneren Kreises wird auch heller. Je heller die Farbe wird, also je mehr die Richtung grün tendiert von rot weg, desto einfacher wird es und durch die Beere wird es auch nochmal einfacher. So, what I forgot to say, if you choose the berry I took already, the inner circle, the color of the inner circle will change more to green, from red to green. And that's a sign it's easier to collect it. So, 422. Und was jetzt auch ganz neu ist,
ist die Bewertung. And what's new? Because we're inside of a team. Your team captain will help you say, is it a good Pokemon or is it not a good Pokemon in case if you wanna evolve it and you only evolve the strong ones. Wenn man also Pokémon entwickeln will, durch das, dass wir jetzt in einem Team sind, sprich im Team Blau, kann man auch den Team Captain bitten, das Pokémon sich anzuschauen und zu bewerten. Und man sollte darauf achten, nur die Starken nachher weiterzuentwickeln. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Hier taucht also die Team Captain auf. So, there's the Team Captain, if you say, help me out with the strength of the Pokémon. Oh. Kein Stern, die Werte alle im Keller. Von daher nicht wirklich gut. So, as you can see, there's no star, low of attack, defense. It's not really good. Just to collect it. Because it's an event Pokémon. But we reached Level 10. Wir sind also in Level 10 hochgestiegen. Was wir jetzt machen können, wir sollten jetzt noch ein paar Selektionskriterien und Suchkriterien mal haben. Wir sehen hier normale, Kanto ausgebrütet, legendäre, schillernde, getauschte, welche sich momentan entwickeln können, sprich wo man genügend Bonbons hätte. Und 0, 1, 2 Sterne, 3 und 4 Sterne. So what you can see is different kind of selections you can do. Normal Pokémon from the region of Kanto. And the most important thing to get the weak out of the strong, strong out of the weak is the selection 0 star, 1 star and 2 star. And 3 and 4 star. I'll put it on 3 and 4 star now, which we have two Pokémon in it. So, ich nehme jetzt mal 3 und 4 Sterne, wo unten schon die Zahl 2 darunter steht. Und dann schauen wir uns die nochmal genauer an. Oh, das ist ein fast perfektes Pokémon. Wenn jetzt der Angriffswert noch voll wäre, würde die 3 Sterne oben sich in Pink umfärben und dann wäre es ein perfektes Pokémon. So, it's close to perfect one. If the attack score would be full like the other two, the 3-star button on the upper side would change its color to pink and that will mean it will be a perfect one. Let's check the other one. Lasst uns nochmal das Evoli anschauen. Ja, yep, auch ein 3-Sterne-Pokémon für ein Evoli nicht ganz schlecht für den Anfang. So, man kann einfach über den Pfeil wieder zurück, kann dann wieder in die Suche einsteigen. Was man auch machen kann, ist selber einzugeben. So, what you can also do is put in a 2 and a star, and it will show you only the 2 stars. Was man also machen kann, ist auch 2 Sterne einfach einzugeben und dann werden alle 2 Sterne angezeigt und man sieht hier die Werte nicht ganz voll und deswegen der Downgrade auf 2 Sterne. So, das, you can see there are 2 stars, because the attack is half full and the others aren't full, so this is decreased to 2 stars. So, damit wäre ich jetzt heute tatsächlich am Ende. Ich werde noch versuchen, ein paar Pokémon zu fangen. Beziehungsweise, nein, eins wollte ich euch noch zeigen, was wir noch schauen können. Ihr seht jetzt, hier haben wir einen dunkelroten inneren Kreis. Ich hoffe, dass die Beere stark genug ist, diesen dunklen roten Kreis ein bisschen aufzuhalten. So, what you can see right now is by pushing the ball
The inner circle appears and it's dark red. I'll give it a berry and hope you can see that the inner circle will change its color into a lighter red. There are hearts flying, da fliegen die Herzen. Und man sieht, es ist ein dunkelorange, aber bei weitem nicht mehr ein dunkles Rot. So what you can see now is there's a dark orange, but not a dark red anymore. And it should be easier to catch. I hope so. Yep. But still hard to get. Aber immer noch schwer genug ist trotzdem zu fangen. Vor allem, wenn es so zappelig ist und immer hin und her hüpft. Ich warte meistens, bis es dann wieder in der Mitte ist, um die richtige Position zu bekommen. Für meinen Wurf, das war jetzt doof. Da bräuchte ich jetzt einen Kumpel mit zwei vollen Herzen. Spoiler, der würde diesen Ball wieder zurückschlagen und das Pokémon vielleicht fangen. Einfach mal mit einem geraden Wurf, dass man auch mal den Unterschied sieht. So, we have a straight throw right now, not a curved one. Just to show you the difference, and it worked. Und es hat funktioniert, warum auch immer. Hauptsache drin. Was man machen kann, ist, das wird später wichtig, wenn man nicht so viel Platz hat, gleich nach Empfang die Bewertung anzugucken, ob es ein gutes oder ein schwaches Pokémon ist und gegebenenfalls gleich auch zu verschicken. So what you can do is just right after the catch you can check how good it is. We have 0 stars, so we can send it to Dr. Willow. Und man könnte es dann gegebenenfalls auch gleich verschicken. So that's the question if I want to send it to the professor. Man wird nochmal gefragt, was man bestätigen möchte, wenn man es danach nicht mehr zurückkriegt. Also wirklich nur die wegschicken, die man wirklich nicht braucht. Once you have sent it to the professor, there's no way to get it back. So be careful and make sure you only send the Pokémon you don't need anymore. Oben rechts haben wir ein Gelatini-Bonbon bekommen. So in the upper right corner there was a candy from the Pokemon. Always when you send one Pokemon to the professor, you'll get one candy for free. Immer wenn man eins verschickt, bekommt man noch zusätzlich ein Bonbon des jeweiligen Pokémon. Ja, man sieht, die Pokémon spawnen weiter. Vorhin waren es 24 Minuten. Der Raid ist nicht mehr da. Insofern schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Dort bitte nicht täuschen lassen. Es ist ein ganz normales Rosanna in der Arena. So, the raid is over. Just to say, there's a normal one. This is not longer the raid over there. Okay. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Verabschiede mich für heute. Wenn noch Fragen sind, gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Lasst mir gerne ein Like da oder folgt mir einfach mal. Dann werden wir diesen Charakter nach und nach zusammen upgraden. So, thanks to everybody. If you liked it or if you see the video afterwards, leave a like here, follow me. Let's go on and level up this character, get more strong Pokémon and more adventures with the Pokémon. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, mitschauen, einstreamen, die Fragen stellen und die Kommentare. Bis dahin, macht's gut.